So, die nächste Entwicklungsstufe lässt noch auf sich warten. Erkunden war wir auch schon. Zeit für was anderes. Also, los! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich bin gerade in unserem Zentrallager und habe mir gedacht, nachdem wir letztes Mal ein bisschen unterwegs waren und ich tatsächlich, oh, was ist denn das hier? Immer noch so ein bisschen mit unseren Laufwegen hadere, ist es doch eigentlich mal Zeit, dass mir so eine Kiste hier mitten im Nix tierisch auf den Puffer geht. What the fuck? Wie kommt. Was ist denn das für ein Tinnef? Warum hängt da mitten in der Luft so ein Haufen Scheiße? Gut, aber worauf ich hinaus wollte, bevor ich wieder abgelenkt wurde, wir müssen hier einfach mal ein bisschen unsere Laufwege verkürzen. Und da wir jetzt gerade ein bisschen Zeit haben und dass wir demnächst immer noch mehr durch die Gegend rennen müssen, würde ich sagen, fangen wir einfach damit an, dass wir einfach unser Hypertube-System mal aufbauen. Alter, wie viel Haufen Scheiße habe ich denn hier liegen? Das mache ich später. Ich lasse mich sonst zu sehr ablenken jetzt. Und da würde ich sagen, bauen wir hier einfach mal so einen kleinen Hypertube-Bahnhof, der uns von A nach B bringen kann. Ne, würde ich relativ easy machen. Ich glaube, ich würde hier einfach so ein Häuschen ins Häuschen setzen. Hallo Hund, schön, dass du wieder da bist. Und mir direkt in die Aufnahme rennst. Super gut. Genau so habe ich es mir vorgestellt. So, wir brauchen ein bisschen Platz. Das kann ruhig eine Rückwand sein. Und dann würde ich sagen, verlegen wir jetzt mal vier grundlegende Wege hier. Wobei mir das als Rückwand ja gar nicht mal so gefällt. Ich glaube, wir machen es doch lieber hier hin. Dann kommen wir nämlich genau an den Scheiben vorbei. Und ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal ganz cool. Musst du hier jetzt stundenlang aus dem Klo saufen, Hund, ja? Finde ich total geil. Gib mir doch mehr davon. Ne, das ist der geilste Sound, den ich mir gerade für meine Videos vorstellen kann. Bitte mehr. So. Dann haben wir das da schon mal relativ groß. Dann brauchen wir dahinter irgendwelche Zugänge, beziehungsweise Ausgänge am Ende. Ich würde hier erstmal mit Tubes anfangen. Brut, wo haben wir die? Unter Transportlobby, ne? Ja. So, die Frage ist, mache ich es zum Reinhüpfen? Oder wie setze ich es um? Also erstmal kommt hier ein schönes Dach rauf. So, zack, zack. Zack, zack. Und dann hätte ich es eigentlich gerne so, dass es hier um die Fenster, die da noch sind, rumgeführt wird und dann da oben rüberläuft und da rein. Das wäre doch grundsätzlich erstmal der erste Auftrag, den wir haben. Also. Haben wir ja diese Hypertube-Wandstützen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Kann man das so machen? Ich glaube, so kann man das machen. Für die bis hier. Die bis hier, die bis hier und die bis hier tatsächlich. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, gar nicht sieht das aus. Super. Du klappst schon mal nicht. Und dann klappst du wahrscheinlich auch nicht. Mö. Die könnte grundsätzlich klappen. Mö. Und du wahrscheinlich noch viel weniger. Gut. Habe schon mal was gelernt, so klappt es nicht. Wir könnten natürlich auch einfach so machen. Eins. Es geht ja schon durch. Ja, das ist ja schon mal absolut der Mümpitz. Das heißt, die muss ein bisschen höher. Machen wir mal so. Gucken wir mal, wie es dann ist. Das ist besser. Du wirst wahrscheinlich. Ja, geht. Und geht auch.
So, die nächste Frage ist, muss ich sie da haben? Eigentlich auch nicht, ne? Das sieht absolut Banane aus. Das geht so gar nicht. Das heißt, alles wieder weg. So machen wir es schon mal nicht. So, dann haben wir hier erstmal Habertube-Wandöffnung. 1, 2, 3, 4. Dann gucken wir doch mal, wie wir die hier hinten rausleiten. Das macht vielleicht mehr Sinn. Wobei wir hier wahrscheinlich gar nichts rausleiten. Und da noch viel weniger. Ach, das nervt mich jetzt schon. Warum habe ich eigentlich immer so dämliche Ideen? So, alles auch noch weg. Das auch weg. Da kommen Wände hin. Brut. Weil es nun mal nicht anders geht. So, 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 so. Transport. Hypertype-Öffnung. 1. 2, 3, 4. Und dann gucken wir doch mal. Haben wir da an der Wand irgendwas, wo wir es anbringen können? Nicht so wirklich. Da haben wir nur die Steilhänge. Das ist ja auch scheiße. Weil wir könnten es grundsätzlich erstmal eins nach da oben führen. Wobei wir da mal wieder nicht dran vorbeikommen. Och, komm schon, ey. Aber, nee, nix aber. Nee, wir können es Außenrang führen. Das würde gehen. Dann würden wir es hier rausführen. Habe ich hier nicht irgendwo, Moment. Habe ich irgendwo hier, ja, Hypertubes, sehr schön. Das heißt, der ginge dahin. Wobei mich das schon direkt nervt. So, dahin und dann hier steil nach oben und schön dadurch. Wie assi. Wie assi. Müssen wir also auch anders machen. Das ist besser, aber nicht gut. Also nochmal. Aber viel weiter runter kann ich halt auch nicht, ne? Was sind das jetzt? Achso, das ist eine Bodenstütze, oder? Ja. So. Wenn wir hier hingehen. Ja, ich glaube, besser wird's nicht. Sind wir da trotzdem durch die Wand durch und das ist halt scheiße. Das heißt, wir müssen ein bisschen höher. Pech gehabt. Ach ja, ich habe immer die tollsten Ideen. So. Und so. Haben wir da schon mal den ersten. Das heißt gleichzeitig, dass wir hier auch noch mehr anbringen können. Und da hinten die Pflanze erstmal wegnehmen müssen. So. Dann hätten wir die hier. Hm. Ich glaube, ich muss das hier am Ende alles zubauen, weil das sonst absolut scheiße aussieht. Hund, sag mal, wie sehr kannst du einem eigentlich auf den Trichter gehen? Jo, das war ja mal nix. Wie sieht das aus, wenn ich das einfach nur ranklemme? Ab durch den Berg, scheiße. Ah, dieser Absatz da, der nervt fast gar nicht, ne? Aber ich will definitiv da oben durch. Das heißt, da eine hin, da eine hin, da eine hin. Die wir alle auch schon mal anschließen können. Dann sieht das schon mal aus, wie es aussehen soll. Und dann können wir jetzt mal gucken. Den kriegen wir so auch nicht ran. Gut. Dann können wir aber versuchen. Das hier mal so lang zu leiten. So
so. Da beißt sich nichts, das ist schon mal gut. Den ersten so dahin. Den zweiten so dahin. Und den dritten, der beißt sich, okay. Das kriegen wir aber auch noch irgendwie geregelt. Du bist jetzt erstmal im Weg. Und du auch. So, das heißt, wir müssen hier das mal einmal versuchen. Das sieht besser aus. Ja, sehr schön. Dann sind wir erstmal mit allen da. Das heißt, wir können hier hinten, glaube ich, erstmal eine Wand vorsetzen. Weil anders ist hässlich. Das will ich hier nicht ständig sehen müssen. Ich glaube, so reicht das. Und wenn ich hier eh eine Wand vorhabe, dann ist das weiter nicht ersichtlich und damit kann ich leben. Wir machen da einfach dicht und dann ist gut. So. Wieso fehlen da Wände? Hä? Da waren doch gerade noch Wände. Wollt ihr mich rollen? Und die Dinger sind auch alle weg. Habe ich die hiermit abgerissen? Na, was ein Scheiß. Mann ey. Läuft spitze die Folge. Ich habe jetzt schon Bock auf mehr. Hä. So, du dahin, du dahin, du dahin. Da wieder ein Löschlein rein. Zack. Und dann ab dahin. So, ganz links möchte ich, also von links nach rechts, dass sie nach da hinten gehen und nach da hinten gehen. Das hieße, wir würden hier jetzt erstmal Hypertubes langlegen. Brut, Stütze, Hypertubes, so. Das wäre erstmal die hier. Das soll erstmal... Obwohl, ich habe zwei in die Richtung. Das heißt, ich würde hier vielleicht einmal ein bisschen höher gehen. Den einen nach da, den anderen nach da. So. Die oberste geht dann hier einfach durch. Bis nach... Kommt die Höhe hin, leicht unter dem Fensterknick. So. Dann habe ich schon mal nicht genug Stahlrohre. Das ist schon mal arg doof. Da braucht man ja durchaus eine Menge von. Und hier ist wahrscheinlich immer noch leer, stimmt's? Ja. Ach komm, ich kotz. Ich kotz. Da renne ich jetzt echt wieder nach da oben. Das wollte ich mit diesem Zentrallager eigentlich aus der Welt schaffen. Aber gut. Dann halt nicht. Brrrt. Oh, können wir alles nochmal angucken. Ist doch auch schön. Ist ja mittlerweile alles ganz schick hier. Eins werde ich hier hinführen. Oder mache ich das da hinten? Mal schauen. Ne, wenn wir so kleine Bahnhöfe zwischendrin haben. Naja, hier ist ja immerhin bald wieder voll. Oh, hier ist schon voll. Wenn hier aber schon voll ist, warum läuft hier nichts weiter? Wo geht das hin? Na, jetzt wieder hier rein, Logo. Moment mal. Ich mach mal einmal hier voll. Führst du das denn noch brav ab? Rödel. Okay. Muss da erstmal ein bisschen auflaufen. Linker Ausgang, Überschuss. Jo. Gut, funktioniert. Das fängt dann demnächst an, sich hier zu füllen. Wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen mehr mit, weil wir werden ein bisschen mehr brauchen. Brrrt.
nicht da reinlatschen, das wäre uncool. Ich könnte eigentlich hier so einen Zwischenstopp machen, oder? Dass hier ein Rohr hingeht. Oh, ups. Das war dumm. So, also da ein Rohr rein quasi. Wo man dann weiter entscheiden kann. Das heißt, das machen wir erstmal mit dem oberen. Marschieren wir da wieder hoch. Ich nehme gleich mal ein paar Kupferrohre mit, da habe ich nur noch 75, das ist nicht die Welt. Wobei hier wahrscheinlich auch noch nicht so viel liegen, weil die Container hinten... Oh doch, das hätte ich gar nicht erwartet. Schön. So, ich muss ja irgendwie immer so eine zentralen Schnittstellen machen. Je nachdem, wo ich halt hin will. Denn soweit ich weiß, gibt es keine Weichen, was ein bisschen schade ist. So, das Rohr kommt von da hinten. Kann also eigentlich theoretisch hier durchlaufen. Brrrt. Hm, nein, nicht Eingang. Hypertube, Wandöffnung, genau. Das kann auch recht hoch ansetzen. Wäre dann da. 1, 2, 1, na, ich glaube, ich muss noch ein Stück höher. Ne, da war richtig, okay. Ne, ich muss ein ganzes Fenster höher. Ups. Kann ja mal passieren. So. Und rüber. Und dann brauchen wir so eine Wandstütze. Die hier so sitzt. Und dann gehen wir da einfach ran. Was ist da das Problem? Wie, den Knick schaffst du nicht? Komm schon. So, erstmal hole ich mir jetzt hier im Moment. Die auf die 5 und du auf die 6. Und du auf die 0. Sehr schön. 5. Mein, das. Ich könnte die hier hinsetzen. Geht das besser? Dann bin ich da genau neben der Tür. Ist auch gefährlicher Spaß. Obwohl, als Eselsbrücke neben der Tür ist immer Richtung Zentrallager. Könnte auch gut sein. Aber auch da kommen wir nicht. Das ist auch geil. Dass ich mich nach oben katapultieren. Ist doch die Idee. Gut, ist das schon mal doof. Da will ich nicht ran, das finde ich bescheuert. So, die ist doch schon wieder unsauber. Was soll denn das? So. Das ist die zweite Wand und dann dahin. Warum war denn das eben schief? Das ist doch schief oder was? Das ist doch nicht gerade. Warum wirkt das so schief? So ist gerade. Geht doch. So. Womit immer noch das Problem bleibt, dass ich hier diesen Knick nicht hinkriege. Weil das zu eng ist. Die muss man echt ganz schön weitläufig ziehen. Hm. Das verkompliziert das Ganze ein bisschen. Hm, wie mogi des, wie mogi des, wie mogi des. Ich will was Zentrales. Ich könnte halt so machen, aber das ist halt auch doof. Und passt auch wiederum nicht. Dann müssen wir wohl einfach hier machen. So, neben der Tür Richtung Zentrallager. Ich finde die Idee immer noch gut. Zack. Und dann könnte ich hier neben was nach da hinten führen. Hm, sitzt mir ehrlicherweise zu weit drüben. Ich glaube, mir reichen jetzt 2.
Ja. So, dann wärst du wieder Richtung Zentrallager und der geht irgendwo anders hin. Das heißt aber, du musst hier erstmal einen Eingang kriegen. Schnipp und schnipp. Was wiederum Strom benötigt. Haben wir hier Strom drin? Da oben, ne? Ja, tatsächlich. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht so oft benutze. Weil das so ätzend ist. Na komm. Da sitzt das genau da auf der Ecke. Da will ich es auch wieder haben. Zack, gehen wir da ran. Und dann sollt ihr beiden noch Strom kriegen. SIP 1 und SIP 2. So, theoretisch könnte ich hier jetzt schon zurückfliegen, aber da hinten ist noch kein Strom dran. Das ist vielleicht ein bisschen doof. So. Dann haben wir hier jetzt einen, der Richtung Zentrallager soll. Das heißt, den würde ich hier wieder zurück durchführen. Ich glaube, das nehme ich nochmal weg. Ach ja, ich bin dann so unentschlossen. Super gut. Well. Nee, 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 nee. Das lassen wir mal schön. Bevor ich dann eine Wand zerstelle. Du auch weg. Dann muss ich das wieder ausmachen, damit ich hier wieder durchscrollen kann. Ach, das ist doch alles kompliziert, kompliziert, kompliziert. So. Nee, das klappt so nicht. Okay. Der geht zum Zentrallager. Das ist schon mal Quatsch damit. Zum Zentrallager ist da hinten. So, du dahin. Ja, close together, aber okay. So, dann sind wir hier auf dem Mittelstück quasi. Ein hier. Und dann passt das hoffentlich. Jo. Gut, dann ziehen wir hier jetzt erstmal durch zum Zentrallager, bevor wir uns hier weiter verhaspeln. Oh, der geht abwärts, oder? Der ist zu flach. Da muss er hin. Zack, zack. So, der hintere ist Zentrallager. Können wir eigentlich... schwindelerregende Höhen. Sehr schön. So. Ach, natürlich. Wäre auch zu schön gewesen. Kommen wir nochmal runter hier. Muss ich hier wieder gucken. Der obere. Zack. So, und jetzt passt das hoffentlich. Immer noch nicht. Ach komm schon. Jetzt habe ich da eine Wand weggerissen. Meine Güte. Gut, ich stelle fest, Hypertubes sind scheiße. Habe ich mich geradezu entschlossen. Ich lasse das mit diesem Beförderungssystem. Nein, tue ich natürlich nicht. Aber es nervt mich jetzt schon mit dem Gefrickel. So, jetzt passt das. Sehr schön, haben wir den angeschlossen. Jetzt führt der also nach da hinten. Da gehen wir wieder nach oben für. Wo wir können auch den hier erstmal außen zu unserem Hauptgebäude führen. Macht das Sinn? Fragezeichen. Ja, das macht irgendwie Sinn. So, das heißt, wir nehmen die 5. Gehen dann erstmal bis... Na, ich glaube sogar nur bis hier. Gucken wir mal, passt das? Ja, sehr schön. So, das führen wir also da rum. Und dann führen wir das wohin, ist die Frage. Doch eigentlich würde ich das ganz gern zum Hub haben. Es gibt wenig Grund, das zum Hub zu führen. Wo machte denn mehr Sinn, das hinzuführen?
Muss ich tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall nach da hinten. Also baue ich erstmal das hier, während ich hier Ideenfindung habe. So. Womit wir dann hier wären. Womit wir dann hier auch Wände bräuchten. Zack, das ist ja nicht das Ding. So, so und so. Und dann kann hier auch so ein Teil ran. Da ist es recht weit oben. Hier gehen wir jetzt etwas runter. Damit wir hier auch lang kommen. So. Ist das Höhe? Ja, ein bisschen, ne? Egal. Egal, egal, egal. So, jetzt könnten wir es irgendwie da oben durchführen, wenn ich Bock hätte. Aber habe ich darauf Bock? So, ich will ja nämlich hier hinten irgendwie ankommen. Am besten hier im Turm. Hier im Turm? Ne, hier im Turm ist Quatsch. Die Wand hier ist auch Quatsch. Sehe ich gerade. Die macht überhaupt keinen Sinn. Das Fenster macht auch keinen Sinn. Also kriegt er das hier. Achso, alle anderen Fenster sind anders, dann macht das noch viel weniger Sinn. So. So, also ich will hier hinten hin. Ich könnte hier mit einer Tür arbeiten und das dann... Nee, das ist auch Quatsch. Ich sehe schon, komm, ich mache mir hier einen Haufen Arbeit und benutze es am Ende nicht. Das wäre auch ganz schön doof. Ich glaube, ich führe da hinten gar nichts hin. Ich glaube, ich führe lieber da hinten was hin. Und zwar hier drunter lang. Zack. Sehr schön. Schneidet sich nicht. Das ist erstmal sehr gut. Und dann können wir hier... Ah, scheiße. Hier ist halt der Weg, ne? Wie wäre denn da die Alternative? Ich könnte da oben auch... Ne, auch nicht wirklich, ne? Kann ich mir da, glaube ich, ins Gebamsel? Nö, gar nicht. Dann machen wir es da. Müssen wir da nur irgendwie hinkommen. Versuchen das mal so. So. Und dann so. Geht das? Von da geht's. Ja, sehr schön. Aber falsch. Kacke. Ja, das war dumm, 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 dumm. Aber dann sollte das ja besser gehen. Ja. Und wir kommen daran. Oh, sauber. Das gefällt mir aber. So, jetzt haben wir da 1, 2, 3, 4, 5 von der Länge. Dann machen wir hier auch einmal da eins hin. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt hier wieder einer hin. Zack, zack. Brrrt. Und dann wären wir hier hinten beim Beton. Und da haben wir ja hinten sowieso unser relativ ungenutztes Treppenhaus. Ist das, wenn ich hier jetzt eins hinsetze? Macht er das mit? Nee. Auf halber Länge. Macht er auch nicht mit. Auf ganzer Länge. Das macht er mit. Okay. Dann führen wir das Ganze bis hier. Na komm.
So. Das könnte dumm sein. Das ist auch dumm. So, wie kommen wir denn da jetzt vernünftig rein und hoch? Also da wäre halt optimal, ne? Wenn man hier rauskommt. Null. Zack. Weiß man gleich, was Phase ist. So, dann müsste ich... Wow, was habe ich denn hier gebaut? Das ist ja absolut abgefahren. So, kommen wir da rauf? Bestimmt. Ja. Gut. So. Das heißt, wir müssten hier hinten irgendwie rüber. Ja, so hoch. Oh, nicht da reinfallen, das wäre dumm. Hier rüber. Und dann müssten wir da unten gehen können. Ja, da nicht. Muss ich hier wieder seit reiten? Na, nein, so will ich nicht. Aha. Jetzt fehlt mir doch tatsächlich Scheiße. Fehlen mir Rohre. Alter, das ist ganz schön rohrintensiv. Meine Fresse. Braucht man ja mehr für als für stinknormale Kupferrohre. Aber gut. Die haben wir ja hier gleich ums Eck. Holen wir uns einmal. Hier könnten wir die auch gut ins Gebäude. Ja, hier brauchen wir doch eins, ne? Das ist nochmal so ein Lagerpunkt. Nimm mal ordentlich einen Schlag mit. Was brauchen wir dann noch für? Stahlrohre, ja gut, die haben wir gleich wieder da hinten. Na Hund, willst du dich schon wieder melden? Jetzt habe ich auf den Hund geguckt und nicht darauf, wo ich hinlaufe. Super. So machen wir das. Halbe Stunde und ich habe noch nichts geschafft. Wahnsinn. So, dann einmal hier hoch. Zack. Daran. Nee, das will ich nicht. Da unten will ich es. Komm. Geh doch. So, und dann können wir hier einmal eine Decke dran setzen. Habe ich die hier irgendwo. Was machst du hier? Ist doof? Sei lieb. Wenn du schon mal lieb neben mir liegst, kommt das selten genug vor. Hund. Jetzt straf mich hier keine Lügen. Ah, Kacke. Hund, du lenkst mich ab. Also ich bin auch so irgendwie abgelenkt heute, aber das macht's gerade nicht besser. Schön, dass du wieder gehst. So, damit haben wir den Teil dann fertig, wa? Quatsch, muss ich hier noch eine 6. Den brauchen wir noch. Und dann brauchen wir hier noch irgendwie Strömung. Von wo kommt denn hier Strom? Von da. Das ist ja... Ja gut. Lässt sich lösen, das Problem. Irgendwie stört es mich. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Einmal dahin. Nee. Auf keinen Fall. So ist okay. Und dann gucken wir doch mal. Schwupp. Wie schnell der Spaß ist. Zip, zip, zip. Plopp, und dann wäre ich hier. Ich glaube, ich wäre zu Fuß schneller. Weil ich da durch die Hallen rennen kann. Aber mal gucken, ob ich jetzt sterbe. Zip. Zack. Haben wir hier überall schon Eingänge? Ich glaube nicht, ne? Aber das ist doch schon mal ganz cool. Das waren die Eingänge. 1, 2, 3, 4. Und die brauchen alle auch noch Strom. Ich habe hier drin, glaube ich, gar keinen Strom. Warum auch? Es gibt keinen Grund, hier drin Strom zu haben bisher. Das ist ja abgefahren.
Gut, aber es sieht ganz cool aus. Von daher, das halte ich mir einfach mal vor Augen. Dass es zumindest optisch cool ist. So, jetzt müssen wir da oben rüber und da drunter durch. So und so. Ja, geht so. Das geht so. Ich habe immer noch nicht überlegt, wo ich damit hin will, aber erstmal finde ich es cool. Ich baue einfach fleißig weiter. Aber ich glaube, ich will einfach hier hinter nachher. Wupp. Das heißt, ich kann hier einfach die Tubes weiterziehen. Ist doch ganz cool. Das läuft doch. Na, natürlich lässt er mich da nicht. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich einmal in die Mam gucken. Ich müsste. Oh, was haben wir denn da? Die Analyse-Festplatte ist abgeschlossen. Wähle deine gewünschte Belohnung. Ja, finde ich alternativ Eisenlegierungsbarren. Das ist ja voll behindert. Was hat sich denn das ausgedacht? Alternativrezept Eisenlegierung. Da brauche ich Eisen und Kupfer, um Barren herzustellen. Das macht null Sinn. Brauche ich einen Manufaktor mehr? Allerdings braucht man auch nicht sehr viel Kupfer, ne? Und es liegt eine Menge Kupfer rum. Also davon habe ich Unmengen. Ich weiß gar nicht, was ich mehr mit mehr soll. Ich nehme mal trotzdem erstmal das. Alternatives Rezept fertig. Gut, dann doch bitte neue Teile. Zack, machen wir gleich die nächste. 10 Minuten. Kriegen wir alle noch fertig, die Folge. Ist doch gut. So, dann können wir aber auf jeden Fall erstmal. Oh, kommen wir da drunter durch? Dann machen wir erstmal bis hier. Zip. Schön sauber. Herrlich. Dann müssen wir einmal dahin. Mal gucken, ob sich da was reibt. Nö. Wunderbar. Wie viele Felder sind das? Eins, zwei. Ja, das ist ja. Das ist ja ärgerlich. Dann sind es hier drei. Nee, das will ich nicht. Und das nochmal weg. Und da nochmal eins hin. Ist das Gefälle ein bisschen flacher. Aber wir können direkt hier ansetzen und wieder hochgehen. Fehlen schon wieder Stahlrohre. Meine Fresse. Sind die Dinger gierig? Das ist ja unerträglich. Mir ist aufgefallen, wir haben noch eine ganze Menge Eisen. Kehrtmarsch. Das muss dringend geändert werden. Das geht so nicht weiter. Ja, wir haben noch eine Menge Eisen übrig. Direkt bei uns am Lager vorne. Oh, jetzt sind die aber doch gut fertig geworden hier. An unserer Hauptarbeitskette da hinten. Also da vorne quasi zwischen den Türmen. Da stehen noch zwei Miner, die quasi nicht benutzt werden. Irgendwie muss man das nochmal ändern. Aber ich wette, mit der nächsten Technologiestufe wird sich das ganz schnell ändern. So. Na, geht das? Jo. Sauber. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier mit dem Tube durchreise, kriege ich dann auch Schaden? Das wäre mal interessant zu wissen. Zack. Dann würde da ja quasi die nächste Halle anfangen. Dann würde ich doch hier quasi noch mal so einen kleinen Bahnhof hinsetzen. Wende. Die da.
Allerdings nicht ganz so groß. So, da wird es reingeführt. Nur damit man das nicht ständig alles sieht. Und dann machen wir so. Und dann kommt einmal hier ein Loch rein. Mache ich hier auch wieder vier. Ja, ne? Und weiß ja nie, wo es noch hinführen könnte. So, dann wäre das nämlich schon der zum Zentrallager. Das ist falsch rum, mein Bester. Da geht's ran. Und wo die dann... Nee. So ja nun nicht. So schon viel eher. Schwuppdiwupp. So, kommt da ein Eingang ran. Das ist der Eingang. Und dann bräuchten wir da noch Strömung. Wo auch immer wir die herholen. Wir haben da einmal Strom lang gehen. Wir haben hier keinen Strom durch, logischerweise. Das ist noch diese blöde Schnecke, die müsste ich da noch irgendwie wegholen. Wie Muckwidees. Am liebsten würde ich das ja hier hinter so ein bisschen verstecken, ne? Da bräuchten wir sogar einen von denen hier. Zack. Dann könnte ich nämlich gleich hier überall so ein Ding hinsetzen. Zack, zack. Und... Ach ne. Könnte gleich alle verbinden. Eins... 2, 3. Wie, kein Platz zum Anschließen, wollte gerade sagen. 4. So, und dann kann ich da einfach ein Kabel durchziehen. Müsste quasi die Wand einmal weg. Und die auch einmal weg. Dann würden wir es einfach von hier holen. Hier müsste ja. Ja. Hier ist Strom verlegt. Einmal einen doppelseitigen. Da oben lang. Und dann hätten wir es da schon. So, so. Und von hier nach da hinten. Gleich die Wände noch wieder rein, dann ist gut. Ich warte nur drauf, dass es wieder macht. Da eine Wind drin. Ich glaube, hier mache ich auch einfach so eine Wand rein. Kommt man hier auch ein bisschen besser lang. Glasdeckel drauf. Und ein Tor rein. Zack. Kann man hier im Zweifelsfall auch nochmal durch. Achso, gut. Sah nur so seltsam aus. Okay, dann haben wir hier schon mal Strom. Und wir können das Ding einmal pro benutzen. So, wieder ganz rechts und ab ins Zentrallager. Mir sind die Dinger tatsächlich fast noch zu langsam, ne? So richtig zügig kommt man damit nicht voran. Man muss halt nichts machen, ich kann nur mit euch quatschen. Hat ja auch Vorzüge. Schwupp, schwupp, schwupp. Und da sind wir. So, nur abhauen kann ich hier nicht, weil wir hier immer noch keinen Strom haben. Okay. Dann haben wir doch schon mal zwei... Was ist das denn für ein Grafikfehler? Ach, das sind die Schatten. Alter, ich krieg Pickel. What the fuck, ey. Das ist ja ganz schrecklich. Allein dafür müsste ich es schon fast lassen. Ich meine, so geht's, ne? Aber das ist ja wohl kein Zustand. Ah,
zieht da quasi ein Weichzeichen rüber, weil die Sonne sonst durchgeht. Oh, da müssen die Jungs nochmal ran. Das geht ja gar nicht. Das ist ja voll Krebs. So ist cool. Macht's einfach so. Überall. Und lasst das mit den Ringen. Kann ich hier noch irgendwas umstellen? Nö. Nö, 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 nö. Absolut nicht. Liegt nicht an mir. Ich bin Dieb. So. Damit haben wir dann die beiden erstmal fertig. Jetzt würde ich Wege... Einmal zum Strom nach oben, glaube ich, eins. Ich meine, der Weg so ist relativ kurz. Ich weiß nicht, ob ich da einmal unbedingt reinlaufen wollen würde. Aber zum hinteren Stromausgang, da könnte ich einen hinlegen. Ich gucke mir das Ganze mal einmal von oben an. Mit dem würde ich da schon nicht mehr dran vorbeikommen. Ich mache da aber schon mal so eine Stütze hin. Zack. Brrrt. Ja, ist schon eine ganz schöne Rennerei. Da könnte ich ordentlich was mit abkürzen. Schwuppdiwupp. Würde das irgendwie Sinn machen? Ich könnte da eine Stütze hier oben hinbauen. Oder auch nicht. Ich... Wie würde ich denn das machen wollen? So würde gehen. Ja, auch nicht wirklich, ne? Gut, so ist schon mal doof. Das heißt, wir würden eher so machen. Oder vielleicht sogar so. Und dann einfach hier drüber lang führen. Ne, Moment. Haha, genau. Jetzt weiß ich's. Zack. Zack, ab nach oben und dann führen wir es hier oben lang. Hier die 4. Dann haben wir ja hier hinten noch unser zentrales Laufband. Das heißt, da noch eins drauf. So, so. Was denn jetzt? Warum geht das nicht? Das heißt nicht, das ist zu lang. Ach, die Stromteile sind im Weg. Oh, das ist ja richtig fatal. Wo geht der denn überall hin? Der läuft ja eh ganz ekelhaft. Was überlegen. Überlegen wir uns was, überlegen wir uns was, überlegen wir uns was. Der hat noch einen frei, das ist erstmal freudig. Hier können wir nicht hin. Das ist ja ultra fatal. So, du gehst erstmal hier hin. Hier darf ich nicht hin? Nee, das ist scheiße. Das ist schon mal totaler Bullshit. So, ihr seid hier angeschlossen. Du hast auch noch einen frei. Das ist ja schon mal erfreulich. Dann gehst du doch einfach. Gehen wir doch einfach direkt hier ran. Warum so schwierig? Machen wir einfach so. Und so. Nee. Doch. Scheiße, war richtig. So. Hier rüber. Von dem jetzt provisorisch nach da und von dem nach da. So, haben wir das da schon mal gelöst. Aber wo gehst du denn überall hin? Du gehst zu dem. Alter, was ist denn das für ein Kuddelmuddel?
Alter Vater. Ich krieg eine Meise. Okay, du führst hier runter. Und du gibst von dem zu den Pumpen dann wahrscheinlich, ne? Da sind die Pumpen. Warum habe ich denn sowas gemacht? Hilfe! Wir gucken mal einmal von oben. Ja, der ist nur für die Pumpen da. Das ja. Also total sinnbefreit. Da habe ich doch lieber hier irgendwo. Klären wir nochmal hoch. Hep, hep, hep. Stellen uns einfach mal auf die Pumpen drauf. Und dann nehmen wir einfach mal einen Mark 2 Strommast und dann gucken wir mal, wo wir den hinstellen können. Sinnvoll. Stellen wir einmal hier einen hin und dann gehen wir. An welchen denn ran? Ich kann die doch. Moment. Strommast Mark 2, dann kann ich die doch verbessern hier, oder nicht? Ja, sehr schön. Und dann brauchen wir nämlich gar nicht groß rumeiern. Dann macht der hier auch noch die drei. Dann sparen wir uns den hier schon mal komplett. So. Die Pumpe. Die Pumpe. Und die Pumpe. So. Jetzt fehlt allerdings immer noch dieser Mast, der weg muss. Autosave. Durchatmen. 10 Minuten nur noch. Leck mich fett. Huh, was ein Scheiß. So. Du verbindest zu dem hier ganz bescheuert mittendurch. Warum auch immer. Und wo gehst du noch hin? Echt zu dem hier hinten? Nicht schlecht. Ist eine Ansage. Können wir das nicht irgendwie anders handhaben? Das ist doch. Wir können das doch eigentlich. Zack. Und zack. Und so. Und wenn ich hier irgendwie durchkomme. So. So, dann können wir uns schon mal dieses Kabel hier sparen. Das zu diesen Masten geht. Da brauchen wir aber Mark 2. Obwohl auch gar nicht unbedingt. Doch, einer muss Mark 2 sein. Ungültiges Ziel. Warum? Die kann ich nicht verbessern. Das ist doch scheiße. Das ist doch richtig scheiße. So, so und das wäre der Shit. Alter Vater. So. Und dann nehmen wir. Das war klar. So, dann gehst du hier ans Netz. Und hier ans Netz. Und irgendwo ging der noch hin. Wo ging der noch hin? Der hat Strom, der hat Strom. Sollte alles wieder laufen eigentlich. Mal wieder an. Jo. Wir haben wieder 1425 Megawatt. Alles cool. So, ich glaube, es läuft alles. Und wenn nicht, habe ich ein Problem. Naja. So. So viel Hickhack, nur damit ich hier
eine bescheuerte Tube bauen kann. Ne. Voll nicht. Das ist wie viel hoch? 1, 2, 3. Komm mal weg. Nanu? Wo sind die denn? Das sind Stackable Tubes, bin ich doof? Wo sind denn einfach nur die Masten? Da. So. 1, 2. Und dann kommt schon der dritte. Ja. Dann so. Dann so. Und du gehst daran. So, und dann können wir hier einfach diese blöde Tube rüberführen. Und auch gleich bis ganz ans Ende. Ist, glaube ich, sinnvoll. Wenn das denn reicht. Zu teuer. Ach komm. Dein fucking Ernst. Zack. Und ich glaube, wir tun uns gleich weh. Nee, wir springen auf die Rohre. Ja. Und so. Ha, gekonnt. Das war gekonnt. Wenn nicht sogar noch mehr. So, was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte Stahl holen. Brauche ich doch, ne? Ja. Stahl, 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 Stahl. So langsam sollte hier was sein. Immer noch nicht. Wie kann das denn angehen? Also zumindest kurzfristig muss doch der Container voll gewesen sein da oben. Motor, KI-Begrenzer, Turbo, Stahlbeton, Stahlrohr. Nach links. Kommt wohl irgendwie nichts an. Hm. Schlecht. Ganz, ganz schlecht. Müssen wir hier wieder durch. Ach nee, warte mal. Wir haben doch jetzt unser Schnellreisesystem. Mal sehen, ob ich den Weg schon irgendwie finde. Das müsste... Ach komm, jetzt ist hier noch kein Strom. Das ist doch zum Kotzen. Wo haben wir hier Strom? Das muss ja irgendwo Stromkabel langlaufen. Da oben. Da oben laufen Stromkabel. Da müsste ich jetzt erst runterlaufen, um wieder hochzulaufen, um wieder runterzulaufen. Ach, unerträglich, ey. Meine Güte, hier läuft Strom lang. Hier hinten muss auch Strom laufen. Dann spange ich jetzt da gleich rüber, ey. Kann nicht angehen. Aber erst hole ich Stahl. Und guck gleich mal, ob das hier mittlerweile voll ist und wieso da nichts ankommt. So, auf jeden Fall geht's hier lang. Wird's dann geschreddert oder was? Kann nicht sein. So, dann geht's hier rüber. Das muss ich auch nochmal ändern hier. Rödel, rödel, rödel. Und da oben lang. Und dann sollte es doch eigentlich einwandfrei funktionieren. Na, kommen wir hoch. Dann geht's doch alles sauber hier rein, oder nicht? Ja. Hm. Okay, da kommen definitiv Stahlrohre. So, und die laufen dann. Hier oben schon mal nicht, also hier unten. Okay, die laufen unten lang. Ist ja auch okay. Aber du musst ja... Mäh. Ich wollte Strom holen, ne? Scheiß noch eins. Egal. Das mit den Stahlrohren nervt mich jetzt. Modularer Rahmen. Rotor. Verstärkte Eisenplatte. Stahlträger. Stahlrohre. Also eigentlich sollte da was ankommen. Was natürlich noch sein könnte, ist, dass ich irgendwie einen Lift vergessen habe. Jo. Hä? Oh, das habe ich mit denen hier. Bei allen.
Ja, das ist ja mal ganz schlecht. Das kann ja gar nicht funktionieren. Was habe ich mir denn hier gedacht? Moment. Nochmal. Von da nach da. Das funktioniert schon, nur nicht richtig. Schön. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss. Das hier muss weg. Und dann muss hier eigentlich ein Lift dran. Was aber nicht passt, wegen diesem Förderband. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Ich müsste eigentlich das ganze Ding müsste ich einen runterziehen. Sonst kann es gar nicht funktionieren. Nee, warte mal. Die laufen da, dann laufen die doch hier vorne. Rödel, rödel, rödel. Hier ist das. Das Band da nicht richtig. So, gucken wir jetzt nochmal. Es müssten ja gleich welche ankommen. Aber zumindest da. Da ist auch schon alles voll. Okay, dann fehlt da drunter eins. Und ich wundere mich, warum nichts ankommt. So. Hops, ach komm. Jo. Und hier geht gar nichts, oder was? Was ist denn hier das Problem? 5. Von da nach da. Jetzt geht's. Ist ja ein Ding. Hier ist das gleiche, oder was? Ja, da sind schon mal welche angekommen. Irgendwie zumindest. Aber da müssten mehr angekommen sein, oder nicht? Naja, gut. Also, sie kommen immer nach unten runter. Das ist ja schon mal ein Anfang. Das sind schwere Eisenplatten. Da ist leer. Gut. Okay. Das Eisendraht-Mysterium ist gelöst. Das ist ja mal ein Anfang. Ja, Stahlrohr. Hier wäre Licht echt geil drin. Meine Güte, ist das finster. So. Geht doch. Jetzt habe ich da oben, glaube ich, alles weggerissen, aber das ist mir jetzt erstmal Lachs. So, jetzt wollte ich hier von irgendwo Strom holen. Ich bin echt voll aus dem Konzept jetzt. Ich bin völlig raus. Wo war ich denn jetzt gerade? Ich habe da oben... Genau, ich war da oben und habe da meine Pipe gelegt. So, jetzt müsste ich... Strom... Ich mir mal einmal cool. So. Das ist für. Ne? Da geht's zum Strom. Ne, noch besser. Das mache ich gleich. Nutze ich gleich doppelt. Zack. Damit ich weiß, da geht's zum Strom. Und dann hole ich von hier auch gleich Strom. So. Jetzt müssen wir hier irgendwie hoch. Ja, Strom können wir ruhig da ganz oben lang verlegen. Wo ist hier jetzt der Nupsi? Ich habe da gerade so einen Nupsi rangebaut. Wo ist denn hier jetzt das Problem? Dass ich keinen Doppelten genommen habe, das ist das Problem. Okay. So, ein nach hier, ein nach hier, ein nach da, ein nach da. Dann haben wir da den Strom. Den ganzen Scheiß sehe ich am Ende sowieso nicht. Das heißt, hier ist mir die Optik auch relativ lax. Hauptsache, es geht da hoch. So, jetzt ziehen wir das hier einmal rüber. So, 1, 2, 3 bis nach da hinten. Natürlich sehe ich da nichts. Ich habe diesen Weg nach oben hier zu früh weggenommen, habe ich das Gefühl. Ätzend.
Aber ich will jetzt hier da hinten den Scheiß noch fertig haben. Und hoch. Ach, guck mal. Hier läuft Stahl. Wer hätte das gedacht? Zip. Komm hoch hier. Es sind auch viel mehr Förderbänder gefühlt, als ich brauche. So, haben wir da das Tor. 1, 2, 3. Das wäre dann bis hier. Bitte lass das gehen. Jo. Sehr schön. So, und dann. Gut, dass ich hier noch nichts abschließend fertig gemacht habe. Holen wir am besten von hier Strom. Bis wohin haben wir hier gebaut? Naja, fast bis rum. Ist doch schon mal ein Anfang. Einmal so. So. Und dann haben wir hier jetzt noch einen guten Grund rumzubauen. So. Und so? Nee, so nicht. So schon eher. Zack. Wieso kann ich hier nicht langlaufen? Was ist das hier für eine unsichtbare Wand? Langhüpfen kann ich, ne? Ist ja schön. So, und dann brauchen wir... Wo machen wir das hier hin? Da ist der, dann machen wir das hier hin. Doppelten. Das setzen wir bis hier noch rüber. Und dann haben wir da drin Strom. Dann sollten die funktionieren. Oh, das war mutig, Markus. Und dann sollten die Strom haben. Und dann komme ich dahin, wo ich hin will. Sehr schön. Oh oh. Oh. Schon Schlimmeres erlebt. So. Zack. Zip. So, und da wir hier ein bisschen Luft haben. Aber alle Gebäude scheiße stehen. Kacke. Aber dann baue ich das hier hinten, glaube ich, ran. Nochmal. Einen zentralen Reiseort. Wände. Die. Zack, 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 zack. Dachdruff. Da sind sie. Haben wir den netten kleinen Schuppen. Und setzen hier nochmal ein paar Löcher rein. Ich glaube, hier reichen zwei. Einmal eingehend, einmal ausgehend. Dann setzen wir hier oben nochmal. Was? Kann ich da keine ungültiges Ziel? Willst du mich rollen oder was? Setz das hier gefälligst rauf. Zack. Zack. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Zack. So. Zack. Zack. Dann brauchen wir hier noch Strom. Das sollte hier nun wahrlich kein Problem sein. Obwohl, das habe ich vorhin auch gedacht. Das größte Problem hatte ich bei den Generatoren. Da ist so ein Strompol. Ja. Das sieht aus, als würde das Sinn machen. Absolut. So machen wir das. So, nicht die Beine brechen. Sehr gut. Kommt hier eine falsche Seite. Ja. So wollten wir das. Und einmal nach da. Und einmal nach da. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder zurück. Sehr schön. Fertig. Zumindest ein bisschen Schnellreisesystem. Aber da hinten bin ich noch lange nicht.
Wupp, wupp, wupp. Fertig. So, und das würde dann der werden, der da hinten hingeht. Beziehungsweise da hinten. Ne, nach da haben wir schon einen. Ich habe ordentlich was verbraucht. Das heißt, ich kann den hier mal wegmachen. So viel geht. Alles doch schön. Also es sieht ganz cool aus. Wie ich finde zumindest. Ne? Es gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Abwechslung. Zum Teil ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber gerade hier so die Seite, die finde ich besonders cool. Was ist das hier? Kalkstein. Auch gut. Und ich finde, es macht was her. Ne? Es gibt dem Ganzen ein bisschen Schwung. Finde ich herrlich. Ich bin für mich hier... Ich finde das hier irgendwie doof. Ich will mal gerade was versuchen. Ja. So muss es, ne? So, und dann... Die wieder ran hier. Ne, die nicht. Moment. Die hier. So, und... So, okay. Jetzt stimmt's. Viel besser. Viel, viel besser. Viel, 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 viel besser. Ja. Machen wir hier nochmal dran. Fürs gute Gefühl. Und da machen wir das bei Zeiten auch nochmal. Aber was ich jetzt noch mit euch machen wollte, ist, ich wollte nochmal zur Mam, denn hier müsste jetzt das nächste Alternativrezept sein. Okay. Reiner Kupferbarren. Und schwere Eisenplatten aus Schrauben. Und Eisenplatten. Wie stelle ich die denn jetzt her? Ich werde auch... Werde ich geforst? Nee. Wie stelle ich denn jetzt gerade schwere Eisenplatten her? Versteckte Eisenplatten. Jetzt mache ich die aus. 60-30. Und was ist das denn? Produktionsrate 15 pro Minute. Und hier mache ich 5 pro Minute. Okay. Das ist einfach nur schneller, besser oder wie? Das erhöht einfach nur die Produktivität oder was? Ich meine, das ist ja geil. Den Schrott hier kann ich drauf verzichten. Ich will nicht noch mehr mit Wasser rumeiern. Und warum ich aus Eisenerz und Kupfererz... Das ist mir ein Rätsel. Ich nehme das hier. Das sieht ganz cool aus. Ich glaube, das ist ganz cool. Und dann können wir die letzte Festplatte reinhauen. Das kommt wieder weg. Und dann sind wir tatsächlich für heute fertig. Hier, das ist mein Lieblingsteil. Das Richtung Stahl. Das sieht einfach so cool aus, wie sich das hier so jetzt so lang schlängelt. Zip. Das gefällt mir richtig gut. Und da sind wir. Plopp. Haben wir auch nur den Ein- und Aus- Ein- und Ausgang. Das finde ich okay. Ne, und hier hinten geht dann schon die nächste. Weiter. Ne, aber so langsam wird das ja ganz sinnig hier. Aber hier werde ich mir auch noch so einen Bahnhof hinbauen. Kann ich eigentlich jetzt noch fix machen? Ja. Ne, damit wir das so ein bisschen optisch einheitlich haben. Und ich immer weiß, worauf ich drauf zulaufen muss. So. 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 Und dann machen wir hier hin. Boah, Lilu. Erschreck mich doch nicht so. Bist du doof oder was? Meine Güte. Lilu! Oh. Dieser Hund kann mich wahnsinnig machen, ne?
Meine Güte. Machen wir ihn ganz klein. So, erstmal hier ins Menü rein. Da haben wir es. 6, den hier. Den gucken wir mal. Klappt das denn mal überhaupt nicht? Ich will das hier bitte anbauen. Wieso, warum? Das ist die falsche Seite, Junge. Ach komm schon. So, da. Danke. Geht doch. So. Da noch so einen schönen Deckel drauf. Zack. Und irgendwie noch Strom reinkriegen. Ach, das mit den Leisten, ich bin da nicht zufrieden mit, ne? Ich, von der Sache her finde ich es ganz cool, aber irgendwie stört mich was. Zack. Und dann sitzt das auch. Mein kleiner Transportknuffel. So. Wir sind am Ende angelangt. Wir haben schon wieder massig überzogen. Und wie immer danke ich euch fürs Zugucken. Ich kann euch noch nicht sagen, wie der Discord angenommen wurde, weil die letzte Folge noch nicht draußen ist. Ansonsten hätte ich das schon längst getan. Worum ich aber nochmal bitten möchte, ich habe keine Probleme damit, wenn man mir ein Dislike bei YouTube reinhaut. Das gehört einfach dazu und das ist so eine Kommentarfunktion. Ich würde mir aber wünschen, dass dann zumindest geschrieben wird, ey, warum? Weil ich möchte ja besser werden und ich möchte es ja besser machen. Aber wenn da einfach nur Daumen runter und das war's, dann kann ich da relativ wenig tun. Und deswegen, ey, wenn ihr euch das Ganze nicht gefallen habt, dann schreibt doch einfach, warum es nicht gefallen hat. Ne? Den Daumen runter könnt ihr immer noch geben, das ist dann voll cool. Aber schreibt mir, warum ihr das jetzt kacke fandet. Das Dach sieht ja schrecklich aus. Egal. Anderes Thema. Markus ist leicht ablenkbar, vor allem heute. Ne? Und ja, dann kann ich an dem Fehler arbeiten, kann das ausbügeln, kann das verbessern. Und ja, ihr kriegt hoffentlich dann auch bessere Videos. Also ist am Ende eine Win-Win-Situation. Also einfach schreiben, ey, das und das finde ich des und deswegen doof. Ne? Vielleicht kannst du daran arbeiten. Und dann mache ich das sogar. Ich bin ja kein schlechter Mensch. Nicht immer. So, nichtsdestotrotz, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsen.